Ja, ich bin ja ein Spielkind eigentlich. Ich will wissen, wie das funktioniert. Also ich will herausfinden, wie diese 5R von David Wiley wirklich konsequent durchdekliniert werden können. Also was muss man machen, damit OER auch technisch funktioniert? Yay! Und ich möchte eigentlich in meiner Lehrveranstaltung ein Vorbild sein und den Lehrenden, also den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, die da sitzen, einfach auch ein Beispiel geben für, wie man Lehr-Lernmaterialien technisch, aber auch so vom Ansatz des Teilens her produzieren kann. Da muss ich das natürlich vormachen und es gelingt mir mittlerweile auch, sie da zu involvieren. So, das läuft noch nicht so richtig gut, aber ich versuche das. Das heißt, ich will, dass sie auch an dem Lehr-Lernmaterial, was sie vielleicht nicht gut finden oder wo sie was zu ergänzen haben, mitarbeiten können. So, das sind so die Hauptintentionen, glaube ich. Es bringt mir, also der Hauptmotivator war für mich eigentlich, dass ich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden wollte und dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, wenn ich keinen Bock habe, ständig alles neu zu machen, haben das andere Leute auch nicht. Und wenn ich deren Material nutze, dann sollte ich denen auch was zurückgeben. Und darum mache ich das. Ich denke, es ist zum einen erstmal eine Arbeitserleichterung, wenn man bestimmt zum Beispiel ein Skript oder sowas wieder verwenden kann, wenn man irgendwelche Präsentationen hat mit schönen Grafiken, die man verwenden kann. Und ich nutze es vor allen Dingen deswegen, weil ich denke, Wissen ist was sich beim Teilen nicht halbiert, sondern verdoppelt. Und das ist halt immer gut für alle und für unsere Gesellschaft. Das ist, glaube ich, tatsächlich reine Serviceorientierung, dass man, ich selber habe da ja erstmal nichts vor, sondern ich mache das einfach für andere einfacher und hoffe, dass ich auch selber Sachen bekomme, die ich dann einfach weiter verarbeiten kann. Über das Warum habe ich mir sehr selten Gedanken gemacht. Auch heute noch frage ich mich eher andersrum, was sollte mich davon abhalten, es anders zu tun? Ja, Punkt.